Milena Mitschiko-Flascher, Sie haben vor 2 Jahren im Standard ein Essay publiziert, wo Sie über die Heimatstadt Ihrer Mutter Tsuyama schreiben. Tsuyama in der, glaube ich, südwestlichen Präfektur Okayama in Japan. Und dort schreiben Sie, dass Sie als Kind alle 2 Jahre dort Ihre Sommerferien verbracht haben. Wie nah ist Ihnen heute noch Japan? Wie wichtig ist das für Sie, die japanische Sprache? Ist das eine zweite Heimat, eine erste, keine? Erste, zweite, das ist schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall Heimat. Für mich ist es vor allem Kindheit, die Zeit, die ich dort als Kind verbracht habe, mit den Großeltern gemeinsam. Und ich glaube, es ist vor allem für mich, aber wenn ich das jetzt noch näher überlege, Mutter. Es ist das, was meine Mutter mir hier in Österreich, ich bin ja hier aufgewachsen, mitgegeben hat. Und ich glaube, dass auch die Sprache, das Japanische für mich sehr stark eine mütterliche Sprache dadurch ist, dass ich hier eigentlich nur mit ihr gesprochen habe. In St. Pölten, in damals noch einer Kleinstadt, noch keiner Landeshauptstadt, war das eine kleine Insel, die wir irgendwie verkörpert haben, eine japanische Sprachinsel. Ich, meine Mutter, mein Bruder, wir zu dritt. Und dadurch hat das was sehr stark Emotionales. Und ich glaube, dass es das vor allem ist, was meine Beziehung auch zu Japan ausmacht. Eigentlich ist die Beziehung zu Japan irgendwo auch die Beziehung zu meiner Mutter. Sie schreiben in dem Roman, aus dem Sie heute lesen werden, ich nannte ihn Krawatte, beschreiben Sie einen sogenannten Hikikomori, einen Jugendlichen, der sich völlig von der Gesellschaft abschließt, der sich in seinem Kinderzimmer einsperrt. Und dass das ein in Japan äußerst verbreitetes Phänomen ist, weiß man spätestens seit einer Studie, die der Psychiater Saito Tamaki 1998 veröffentlicht hat, wo er auch diesen Begriff geprägt hat, der Hikikomori. Und ich kann mich selbst auch in meiner Zeit in Japan erinnern, dass das ein großes Thema war, das in den Medien besprochen wurde. Und ich kannte auch selbst Familien, die davon betroffen waren. Was hat Sie jetzt dazu veranlasst, dieses Thema auszuwählen, sich damit zu beschäftigen? Ich habe auch aus persönlichen Gründen von diesem Thema gehört. Ich kenne auch Familien, wo es einen Hikikomori gibt, habe dann auch sehr viel darüber nachgelesen, nachrecherchiert und bin dann auf einen Artikel im Spiegel gestoßen über eine deutsche Hikikomori. Und das war eigentlich dann auch so der Anstoß, mich ranzuwagen an dieses Projekt, denn die Idee dazu war schon länger in meinem Kopf. Und dieser Artikel hat mich aber irgendwie sehr bewegt. Da ging es um eine junge Frau, die, ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern, aber ich glaube, seit über 20 Jahren in ihrem Zimmer eingeschlossen war. Und es gibt diesen einen Moment, wo die Tür aufgeht, unbeabsichtigterweise, und ihr Bruder erhascht einen Blick auf sie und ihre Haare sind schneeweiß geworden. Und dieser Moment hat mich sehr, sehr berührt. Ich dachte, was bewegt eigentlich einen jungen Menschen dazu? Ein junger Mensch in meiner Vorstellung ist ja normalerweise jemand, der sich finden möchte, der sein Gesicht erfinden möchte, in dieser Welt jemand sein möchte, jemanden darstellen möchte. Und dass es dort aber Leute gibt, junge Leute, die das gerade nicht wollen, die einfach niemand sein wollen, die auch von der Welt nichts zu wollen scheinen. Das hat mich doch sehr, sehr beschäftigt. Und ja, einfach die Frage, warum ist das so? Und dann aber auch die Frage, was könnte so jemanden wohl dazu bringen, doch wieder ein Stück weit zumindest nach draußen zu gehen? Das hat mich dann doch noch mehr beschäftigt und ist auch der Grund, warum es dann in meinem Buch mehr über dieses Herauskommen, Herausgehen geht. Ja, der Protagonist schreibt ja auch im Nachhinein, da ist er ja schon draußen, und er sagt ja auch einmal an einer Stelle, mein Dasein besteht oder bestand darin, dass ich nicht da bin. Und dieses Motiv der Leerstelle kommt mir vor, kommt bei Ihnen doch öfters vor. Es gibt ja auch, also der erste Roman, den Flascher veröffentlicht hat, erschien unter dem Titel Ich bin, und zwar in eine eckige Klammer gesetzt. Und dieser Titel verweist ja auch wieder auf eine Nicht-Existenz. Und in dem Roman, aus dem Sie morgen lesen werden, Okasan, da geht es ja um eine Mutter, die an Alzheimer erkrankt und ihre Persönlichkeit wird ausgelöscht. Warum glauben Sie eigentlich, Sie selbst, warum dieses Thema in Ihrem Werk immer wieder auftaucht?
Schwer zu sagen eigentlich, warum das so ist. Aber ich denke, es ist einfach eine spannende Sache zu überlegen, dass das, was nicht da ist, auf dem, was da ist, doch noch schärfere Kontur verleiht. Oder das, was man gerade nicht sagt, ist oft das Bedeutungsvolle. Also gerade, ich denke jetzt beispielsweise an ein Streitgespräch, wo man sehr vieles sagt, aber oft gerade das nicht, was man eigentlich meint. Und dieses Nichtsagen oder Verschweigen birgt aber wahnsinnig viel Emotionen und Zündstoff. Und ich denke, das ist generell so, auch in unserem Verhalten. In dem Buch sehr stark ist ja auch der Gedanke, dass das, was man nicht tut, oft von viel schädlicherer oder schwerwiegenderer Konsequenz ist, als das, was man tut. Also dieses Nicht-Eingreifen, Wegschauen, zu tun, als ob man es nicht gesehen hätte, einfach weggehen, dass das oft viel schlimmer sein kann, als wenn man eingegriffen hätte, ohne natürlich vorher abschätzen zu können, was das für eine Konsequenz gehabt hätte. Aber ich denke, das ist einfach eine spannende Frage. Und ich glaube auch sprachlich, was kann man weglassen? Wie viel oder wie wenig braucht es eigentlich, um beispielsweise eine literarische Stimmung zu erzeugen? Das sind Fragen, die mich beim Schreiben eigentlich immer sehr interessieren. Auch Fragen von Schlichtheit, von was man aussparen kann, was man einfach weglassen kann. Zum Beispiel Anführungsstriche. Finde ich ziemlich unnötig. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage, weil mich das jetzt noch zu einem Gedanken führt. Ich hatte beim Lesen oft den Eindruck, es sei mir eine sehr bildhafte Sprache, also ich sah wirklich Bilder vor mir und das sind auch oft elliptische Sätze und ich dachte dann irgendwie auch an Mangas. Jetzt ist das ein blödes Vorurteil von mir, also Japan-Mangas, oder sind Mangas für Sie tatsächlich wichtig? Beim Schreiben dieses Buches eigentlich noch gar nicht, aber dann aufgrund dieses Buches gab es eine Rezension in der kleinen Zeitung in Graz, die dieses Buch verglichen hat mit einer Graphic Novel. Und erst da bin ich dann darauf gekommen, dass das ja auch mal interessant wäre, einen Blick reinzuwerfen und habe das dann tatsächlich gemacht und war sehr fasziniert. Aber das kam erst danach, also es kam erst nach dem Buch. Ja, dann danke. Ich glaube, wir wollen einfach alle gerne jetzt zuhören. Mhm. Dankeschön. Gut, danke. Es freut mich sehr, 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 heute hier zu sein. Es ist wirklich sehr, sehr schön für mich. Und wie gesagt, ich lese aus meinem Buch Ich nannte ihn Krawatte und beginne jetzt einfach mal frisch weg am Anfang, ohne erstmal viel zu sagen. Ich nannte ihn Krawatte. Der Name gefiel ihm. Er brachte ihn zum Lachen. Rot-graue Streifen an seiner Brust. So will ich ihn in Erinnerung behalten. 7 Wochen sind vergangen, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. In diesen 7 Wochen ist das Gras dürr und gelb geworden. Die Zikaden sitzen zirpend in den Bäumen. Unter meinen Füßen knirscht der Kies. Im prallen Licht der Mittagssonne sieht der Park seltsam verödet aus, aufgeplatzte Blüten an Ästen, die sich müde zu Boden neigen. Ein blassblaues Taschentuch im Gestrüpp, kein Windhauch bewegt es. Die Luft ist schwer und drückt auf die Erde herab. Ich bin ein zusammengedrückter Mensch. Ich nehme Abschied von einem, der nicht mehr wiederkommt. Seit gestern weiß ich es. Er kommt nicht mehr wieder. Über mir spannt sich ein Himmel, der ihn für immer in sich aufgesogen hat. Noch kann ich nicht glauben, dass unser Abschied ein endgültiger ist. In meiner Vorstellung könnte er in jedem Augenblick auftauchen, vielleicht als ein anderer, vielleicht mit einem anderen Gesicht, mir einen Blick zuwerfen, der sagt, ich bin da. Kopf gegen Norden, den Wolken nachlächeln. Er könnte. Deshalb sitze ich hier. Es ist unsere Bank, auf der ich sitze. Bevor sie zu unserer wurde, war sie meine gewesen. Ich kam hierher, um mir darüber klar zu werden, dass der Riss in der Wand, jener hauchfeine Sprung quer über den Regalen, drinnen wie draußen, seine Gültigkeit hat. 2 ganze Jahre hatte ich damit verbracht, ihn anzustarren. 2 ganze Jahre in meinem Zimmer im Haus der Eltern.
Hinter geschlossenen Augen hatte ich seine gebrochene Linie nachgezeichnet. Sie war in meinem Kopf gewesen, hatte sich darin fortgesetzt, war mir ins Herz und die Adern eingegangen, ich selbst ein blutleerer Strich. Meine Haut totenbleich, da keine Sonne sie beschien. Manchmal hatte ich Sehnsucht nach ihrer Berührung. Ich stellte mir vor, wie es wäre, nach draußen zu gehen und endlich zu verstehen, es gibt Räume, die man niemals verlässt. An einem kalten Februarmorgen gab ich meiner Sehnsucht nach. Durch den spaltenden Vorhängen konnte ich einen Schwarm Krähen ausmachen. Sie flogen auf und nieder, auf ihren Flügeln die Sonne. Sie blendete mich. Einen stechenden Schmerz in den Augen tastete ich mich die Wände meines Zimmers entlang bis zur Tür, stieß sie auf, zog mir Mantel und Schuhe an, eine Nummer zu klein, ging hinaus auf die Straße und weiter an Häusern und Plätzen vorbei. Trotz der Kälte rann mir der Schweiß von der Stirn und ich empfand eine sonderbare Genugtuung darüber. Ich kann das noch. Ich kann einen Fuß vor den anderen setzen. Ich versuchte nicht, mich zu täuschen. Nach wie vor ging es mir darum, für mich zu sein. Ich wollte niemandem begegnen. Jemandem zu begegnen bedeutet, sich zu verwickeln. Es wird ein unsichtbarer Faden geknüpft von Mensch zu Mensch, lauter Fäden kreuz und quer. Jemandem zu begegnen bedeutet, Teil seines Gewebes zu werden. Und dies galt es zu vermeiden. Heute begreife ich, dass es unmöglich ist, jemandem nicht zu begegnen. Indem man da ist und atmet, begegnet man der ganzen Welt. Der unsichtbare Faden hat einen vom Augenblick der Geburt an mit dem anderen verbunden und ihn zu kappen. Dazu bedarf es mehr als nur eines Todes und es nützt nichts, dagegen zu sein. Als er auftauchte, hatte ich keine Ahnung. Ich sage, er tauchte auf, denn so war es. An einem Morgen im Mai war er plötzlich aufgetaucht. Ich saß auf meiner Bank, den Kragen hochgeschlagen, eine Taube flog auf, mir wurde schwindlig von ihrem Flügelschlag. Als ich die Augen zu und wieder aufmachte, war er da, ein Saladin-Mann, Mitte 50. Er trug einen grauen Anzug, ein weißes Hemd, eine rot-grau gestreifte Krawatte. In seiner rechten schlenkerte eine Aktentasche, braunes Leder. Er ging sie hin und her schlenkernd mit von übergeneigten Schultern und abgewandtem Gesicht, irgendwie müde. Ohne mich anzuschauen, setzte er sich auf die gegenüberliegende Bank, schlug ein Bein über das andere, verharrte so, bewegungslos, das Gesicht in seiner Abgewandtheit gespannt. Er wartete auf etwas. Etwas würde geschehen, gleich. Erst nach und nach lösten sich seine Muskeln und er lehnte sich seufzend zurück. Solch ein Seufzen, in ihm war das etwas, welches nicht geschehen war. Ein flüchtiger Blick auf die Uhr. Dann zündete er sich eine Zigarette an. Der Rauch stieg in Kringeln empor. Das war der Beginn unserer Bekanntschaft. Ein scharfer Geruch in meiner Nase. Der Wind blies den Rauch in meine Richtung. Noch ehe wir Namen ausgetauscht hatten, war es dieser Wind, der uns miteinander bekannt machte. Soweit der Anfang. Der junge Mann, nach 2 Jahren in seinem Zimmer, entschließt sich dazu, nach draußen zu gehen. Er setzt sich auf eine Parkbank, will niemandem begegnen und da fällt ihm dann aber ein anderer auf, der auf der gegenüberliegenden Parkbank Platz nimmt. Und es ist das erste Mal seit 2 Jahren, dass er überhaupt jemanden in sein Blickfeld einlässt, dass er jemanden wahrnimmt, dass er auf jemanden Acht hat, sozusagen. Und er beginnt nach und nach im Laufe von Tagen, Wochen, Monaten Interesse an diesem anderen Mann zu entwickeln. Und dieser andere, stellt sich heraus, ist ein Saladin-Mann, das bedeutet auf Japanisch Angestellter. Und er ist Mitte 50, das wurde hier schon gesagt. Und er stellt sich heraus, er kommt in den Park jeden Tag und tut so, als ob er in der Arbeit wäre. In Wirklichkeit sitzt er im Park, das heißt, er hat seine Arbeit verloren. Aber er erzählt das nicht seiner Frau. Stattdessen verlässt er pünktlich um 7, 8 Uhr das Haus, zieht sich Krawatte, Hemd, Anzug, alles an und tut sozusagen so, als ob er in die Arbeit fahren würde. Das ist eben auch ein Phänomen in Japan. Es gibt sogar eigene Parks in Tokio, wo sich diese Saladin-Mann dann
zusammenfinden und dort den Tag verbringen, zum Schein. Ich möchte jetzt in der nächsten Passage diesem Älteren eine Stimme geben und er erzählt da von diesem Moment, als er arbeitslos wurde und was das alles an Verstrickungen auch in ihm auslöst. Es ist also der Ältere, der spricht. Ich konnte zuletzt nicht mehr mithalten. In der Firma hatte ich begonnen aufzufallen. 10 junge Köpfe, darunter ich, ein grauer. 20 Hände, darunter meine, zu langsam. Ich fiel auf als einer, der verfiel. Sogar beim Trinken nach der Arbeit hatte ich nachgelassen. Während die anderen tranken, bis sie umkippten, trank ich bloß die Hälfte und kippte trotzdem um. Kein Vergnügen, wenn man dann da liegt und nicht mehr weiß, wie man in den morgigen Tag kommen soll. Man fängt an, sich alle möglichen Fragen zu stellen. Man sieht in den Spiegel und schaut schnell wieder weg. Man vermeidet es, das Wort alt in den Mund zu nehmen. Doch es rutscht einem raus, gerade dann, wenn es nicht passt. Und unpassend ist man selbst, irgendwie passt man nicht länger hinein. Einmal stolperte ich, es war ein Missgeschick. Ich war dabei, einen Stapel Papier ins Büro eines Kollegen zu tragen, eine Zeitlupenaufnahme. Da war das Kabel, ich sah es, war mit dem einen Fuß schon auf der sicheren Seite, blieb mit dem anderen hängen. Das Papier stob auseinander, um mich herum schwarze Zahlen, eine rote 58. Sie lachte mich aus. 10 Krawatten waren meine Zeugen, 20 Augen, einen Blick. Der ist weg, tuschelte einer, aber sowas von weg. Mein Missgeschick, das einzig Große, das mir in den 35 Jahren, die ich gearbeitet habe, unterlaufen war, löste eine Kette von Fehlern und Unsicherheiten aus. Ich war gestolpert im wahrsten Sinne des Wortes und das, was mir entglitten war, war weitaus mehr als bloß ein Stapel Papier gewesen. Ich beobachtete mich. Etwas stimmte nicht mit mir. Ich tastete meine Arme und Beine ab, lief versuchsweise die Gänge auf und nieder, probierte diesen, dann wieder jenen Schritt, kaufte Schuhe mit rutschfester Sohle, nur um festzustellen, was mir abhanden gekommen war nicht die Fähigkeit, auf gerader Linie zu gehen, sondern ein gewisser elastischer Schwung, eine Selbstverständlichkeit. Ich konnte mich selbst nicht mehr einholen. Ich hinkte mir selbst hinterher.